Ich habe auch ein starkes Heilungszeugnis. Ich komme ja aus dem Gesundheitswesen und ich war seit meinem 22. Lebensjahr Psoriatikerin. Wer weiß, was das ist? Das ist Schuppenflechte. Ich war total übersät in den 80er Jahren. Ich war 17 Jahre erscheinungsfrei. Ich hatte eine Heilung gehabt. Und in der Corona-Zeit hatte ich eine sehr große Krise. Da hat der Papa mich rausgeholt und da habe ich wieder Schuppenflechte bekommen. Und diesmal nur auf der Kopfhaut. Das war jetzt so 2,5 bis 3 Jahre. Und wer das jetzt hier mithört, der weiß, wie schlimm diese Krankheit ist. Die wird ja von den Ärzten als unheilbar diagnostiziert. Und der Herr hat mich jetzt das zweite Mal geheilt. Ich habe wie der Hiob wirklich in Sack und Asche gesessen, im Staub. Und von Hiob wird gesagt, der bekam ja auch über Nacht diesen Aussatz und er saß in der Asche und hat mit einer Scherbe seine Haut abgeschabt. So kam ich mir genauso vor, so könnt ihr euch das auch vorstellen. Ich hatte richtig hammerhartes Werkzeug. Ich habe mir die Kopfhaut blutig gekratzt, dass die ganze Kopfhaut ein Wundsekret war. Ich musste nachts mir was aufs Kopfkissen legen, so schlimm war das. Ich war schon länger nicht mehr beim Friseur gewesen, dieses Wochenende das erste Mal, weil ich geheilt bin. Ich möchte aber was dazu sagen. Ich habe wochenlang ein Heilungsgebet über mir ausgesprochen und habe jeden Tag das Abendmahl genommen. Und dann ist es passiert. Ich lobe den Herrn. Und jeder Psoriatiker, der das hört, der auch diesen Leidensdruck hat, weil ich weiß, wie ihr euch fühlt, es gibt Heilung für euch. Was mir passiert ist, kann euch auch passieren. Amen. Amen.